Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuer. Mein Name ist Justus König, bekannt als Indiana Jones der Andere oder der Merker Justus der Andere oder Justus König der Andere, der YouTuber aus Würzburg. Und heute bin ich unterwegs mit der Cousine Barbara Schwarz, mit Hund Charlie, die gerade herlaufen. Jetzt sind wir im Landkreis Kitzingen. Hallo. Hallo zusammen. Cousine Barbara Schwarz und Hund Charlie. Wir sind hier auf der Burgruine oder Rest einer Burgruine von Wasserschloss Großlangheim. Ist es von Ort Großlangheim. Und das ist im Landkreis Kitzingen, 7 Kilometer von Kitzingen entfernt. Ja, hier war man früher drüben Schiene, Güterverkehr, der von, naja, Gerzhofen kam. Ja. Genau so ist das. Und wir sind hier. Das ist alles, was von Wasserschloss übrig ist. Dieses hier war das Schlosserschloss. Da hinten ist das Werkgraben mit Wasser drin, ein Teich. Da vorne ist ein Spielplatz, da ist die Brücke. Da vorne ist ein Brunnen, die Mauer und das männliche Pferd. Warum das männliche Pferd? Das hört ihr im Video. Und es ist heute Winterwunderland. Es war jetzt heute schneit. Gell, Cousine Barbara Schwarz? Ja, schönes Pony, ne? Pferd. Fohlen. Das ist ja doch ein Junges. So Fohlen. Ja, Fohlen oder Pony. Also Fohlen. Jedenfalls wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Danke fürs Einschalten. Gucken wir uns hier um. Die Burg. Klasse, was für Schloss. Großlang. So, heim. Ja, schöner Ort. Ihr könnt erstmal sehen, herfahren, parken und dann herkommen. Also dann direkt davor geparkt. Statt aus drüben in alle Scheune. Moment, die Scheune gehört dazu, wird da mal geparkt und da vorne ist sogar die Feuerwehr, sehe ich da. Gut, also ist hier eine wunderschöne Ecke. Und da ist ein Park, da hinten ist ein Park. Und irgendwo ganz hinten ist sogar ein Terroir F, diese magische Ort des Fränkischen Weines. Und dann irgendwo da hinten ist auch der Schwanberg. Kann man jetzt bei diesem Sekt nicht sehen, bei diesem Wetter. Aber ein schönes Wetter könnte man wahrscheinlich hinten im Schwanberg sehen. Ja, wunderschön ist. Und ich bin heute, habe mich entschieden, welchem Wetter nicht nach Miltenberg zu gehen und ins andere Tal anzugucken, weil es nicht rentiert bei so einem Wetter. Deswegen bin ich hier in der Nähe von Witzig geblieben. Justus over and out. Und wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch machen, liken, euer Freund zeigen, Kanal weiterfilmen, das Video weiterfilmen, teilen. Aber lasst ein Abo da. Nein! Nein, doch, Abo da lassen. Ach, hier doch von Charlie. Okay. Abo da lassen. Glocke aktivieren, dass er kein Video verpasst. Und wenn ihr euch bestimmte Themen interessiert, guckt auf die Playlist nach. Das sind bestimmte Themen von Videos und da habt ihr auch die Möglichkeit, mich zu erreichen auf Instagram, TikTok. Mein Instagram-Name lautet Indiana Jones der Andere und mein TikTok-Name lautet Justus der Andere 13. Auf meinem YouTube-Video unter der Beschreibung findet unten den Namen von meinem Profil plus Link zum Instagram oder TikTok. Ja, da könnt ihr mich finden, auch Videos sehen und schreiben, Möglichkeit. Wenn ihr wollt, können wir uns treffen und so weiter. Und wenn ihr mich irgendwo live sieht, könnt ihr Hallo sagen, Fotos machen. Solange ihr nett seid, bin ich auch nett zu euch. Immer cool und locker bleiben. Ja, jetzt Let's Play Video, sagt euer Justus der Andere, der YouTuber aus Würzburg. Also, das ist gut. Also, lass uns alles angucken. Let's Play Video. So. Ups. 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 Wann? DTZ. DTZ? Ja, da. GFZ. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Dr. Gerner. So. Bleibt jetzt nicht weiter. Wann wird hier weitergebaut? Schnell. Ist eine Kurve. Oh. Ich hab's schon verpasst. Was denn? Die Kurve? Oh, schade. Warum? Falsch gefahren.
auseinanderfahren. Hm? Falsch gefahren. Ganz einfach. Oh, falsch gefahren. Hörbach. Du musst hören. Ich da, wo ich hin wollte, eigentlich was. Hm? Was willst du machen? Egal. Gesetzlich muss ich so drehen, wie man sollte. Ja, der Rest ist dumm. Mhm. Bist du einkaufen am Sonntag? Ja, wir gehen einkaufen. Machen wir unseren Wohlen einkaufen. Tüt, 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 tüt. Hey, ich muss nur noch rein. Gut. Da ist keine. Oh, schade. Was das ist Einbahnstraße. Keine Ausfahrt. Weil mir das 60 hört los. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Warum? Warum? Also von meiner Seite kam jetzt nichts. Ups, aua. Aua. Ja, das ist okay. Der Flohmarkt schon fort. Der Flohmarkt? Wäre auch zu nass. War eh nichts los. Was wollen Sie noch kaufen? Schnee? Mhm. Doch, na Schnee. Hey, Regenschirme. Mhm. Bitte verkauf Regenschirme und Handschuhe, Jacken, trockene Jacken, trockene Schuhe, Heizung. Ich suche Mitarbeiter als Bewerber. Mitarbeiter gesucht als Bewerber. Franken. Frankenguss? Ja. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ach, Prospekt steht drauf. Perspektive. Das ist was anderes, oder? Ja. Wir suchen dich. Komm in ein cooles Team.
Keine Ahnung. Also Charlie, willst du das Ziel? Mhm. Gut. Jetzt ist es grün, okay. Grün. Ja, dann sind wir. Was jetzt? Mhm. Wutland. Das ist Charlie, das fährt aber schon ein Hotel. Ah, die alten Schienen. Wut ist der Wald. Wut, ja. Ich lasse mir jetzt hier kurz hier. Großlangheimstraße. Oh, das ist die. Großlangheim, 7 Kilometer. Wutland, das ist drüben. Das ist nur die Amis waren. Das ist dann, ja, Pferdezeug, Stall. Ja, was mit Pferdezeug? Und rechts ist der Flughafen. Flugplatz oder sowas. Das ist alles so. Auch von der Amis, gell? Rechts. Oder Flugplatz. Das sind Kasernen oder sowas. Hier links auch. Alles von der Amis. Das ist halt alles als Familie drin, aber verkauft. Keine Ahnung. Wenn Straßen stehen, oder? Nee, Markierung fehlt. Ja. Ist nicht drin der Radweg neu? Schaut ziemlich neu aus, oder? Ja, da hört es sauber auf. Ach, links haben sie Schienen, glaube ich, entfernt. Waren wir da schon mal? Ja. Links sind keine Schienen mehr da. Ein Gleisbett. Da der letzte Mal so Zug gefahren ist, der Güterzug ist Fahrzeug. Mhm. Da sind die Schienen, guck, da sind wieder die Schienen. Das muss halt alles so nach und nach abgebaut werden. Die Schienen gehen von Kitzingen bis nach Gerolzhofen. Gerolzhofen bei den Edeka sind auch noch ein Flassen Schienen. Da gehen die hin. Normalerweise müssen, wenn Schienen benutzt werden wie das da, muss es immer wieder gewartet werden. Beispiel, das senkt sich ja ab, diese Schienen auf diesen Steine da, wo sind. Da muss es wieder nachgemacht werden, da müssen die Schienen rausgehoben werden, das Holz verbessert werden und die Schienen vielleicht neu gemacht werden oder das Kiesbett neu gemacht werden. Also alles immer gleich ist, seine Wartung. Das wird geprüft, ob das Kies noch passt. Ich habe gesehen, und das Ding alles auch passt, Holz neu, was mit den Schienen ist. Verbindung da, auch das Maschine alles. Großlangheim, Kreis Kitzingen. Herzlich willkommen, unser Zielort. Ja. Freiwillig fahren 40. Alle, also freiwillig fahren 40 kann man. Wollte der Tenner an. Ich habe so Nase funken, ne? Achso. Das ist ein Busbahnhof oder was? Ah, elektrischer Fiat 500 war das. Elektroniker. Suchst du einen Parkplatz? Nee, nicht direkt. Sind wir da nicht einmal mit Gizmo gelaufen? Yes. Oh, S36. Kulte Fahrzeuge. Gut. Da ist unser Ziel. Ja. Oder da unten. Dann fahren wir es mal durch und dann fahren wir es ein paar Platz. Thank you.
gestern. Hart Hütte, ja. Hm? Dann tut nur so drauf. Okay, ein bisschen Sonne. Der Wolf wird 500. Der schnellste Fiat 500. Die Oldtimer-Version, die alte Version. Hey, warte, da steht's drauf. Ja. Der älteste Fiat 500, der schnellste Fiat 500 der Welt. Als Oldtimer. Mhm. Die wir noch hinten am Heckmotor hatten, ist der getunte, der wohl einen Lamborghini-Motor eingebaut hat. Er ist so schnell, dass er kaum beherrschbar ist. Was ist? Wir waren einmal auf Würzburg, der Faschingszug. Mhm. Und der andere, wer war der andere Bude, wo war der? War der das in Wissenheit? Nein, das war Himmelstadt. Himmelstadt. Okay, Entschuldigung, habe ich verwechselt. Oh, wird auch der Unterplan. Ich bin da, ja. Nur zu viel für den Reifen. Da kann man auch parken. Parken links. Ja, doppelt links. Selber wollten. Ja. Na, das ist der Fahrplatz. Das ist der Fahrplatz an. Also ich jetzt nicht. Hm. Ja. Aber du hast doch auch gesehen, oder? Ja. Also baden dürfst du hier. Nee, baden verboten. Baden, mhm. Nicht parken. Nein, ich habe gerade baden verboten. Bitte See sauber halten. Willst du ziehen? Nicht baden. Stellen wir uns auch noch dahin. Stellen wir auch noch dahin. Wohin? Dahin. Okay. Fertig. Platz. Du bist gut. Badmann vor der Burg. So, gut aus. Und raus. Ja. Die Scheune hat ziemlich altern. So. Da ist die Burgruine Großlangheim. Mehr. Da haben wir so einen kleinen See, Weiher. Schön für dich. Ja, Nerven. Das, ich habe schon gesehen, das ist eine Burg. So. Was ganz schnell. Schön, ne? So wie ein Großlangheim.
Ein Spielplatz. Eine Gitterbox. Also eine Gitterbox. Bei Stadtlaufverprüfung muss man so eine Gitterbox anheben, runter mit Steine, dann einen Parcours fahren und dann wieder zurück draufheben wieder. Staplerschein. Das ist anders wie Autoführerschein. Da ist nicht bestimmte Zeit hat man bestanden, sondern da hat man vorgeschriebene Zeit, die man den Parcours fahren muss und man darf nicht hängen bleiben. So, jetzt sind wir auf der Burg, immer hier Burg. Wo läufst denn du? Läufst du mit oder nicht? So, jetzt haben wir hier die immer hier Burg. Also hier war die Burg. So. Also Wasserschloss Großlangenheim. So, dann machen wir so, Wasserschloss Großlangenheim, Kitzingen. Die Burg Großlangenheim ist eine Ruine einer mittelalterlichen Wasserburg in Großlangenheim am Schlosshof 18 im Landkreis Kitzingen, Bayern. Gut. Aus dem 12. Jahrhundert entstanden. Also der Erhaltungszustand ist der Ringmauer, Graben, Brücke. Ja. Also die wurde erst im 14. Jahrhundert ernannt. Also im 14. Jahrhundert wurde die Burg erstmals urkundig als Eigentum der Grafen von Kassel erwähnt. Gut. Noch im 16. Jahrhundert wurde die Burg als Steinbruch genutzt. Von der spätmittelalterlichen großen quadratischen Anlage mit Wassergraben sind nur noch die steine Brücke da vorne ist, der Ringmauer und der Wehrgang, der Wehrgraben. Also da ist der Wehrgraben, welcher zum Teil mit Wasser gefüllt ist, sowie die Reste der Grundmauer erhalten. Also das ist der Wehrgraben mit Wasser. Und da vorne ist irgendwo die Steinbrücke über den Wehrgraben zur Wasserburg. Das ist da vorne. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege führt die Reste der Anlage als Baudenkmal, während die untergängliche Reste der Vorgängerbauten als Bodendenkmal eingeordnet wurde. Na gut. Wolltest du, wenn ich Fotos mache, laufen? So. Genau. Eva Zimmer auf der Burg, also Reste. Das ist der Werkgraben. Da ist jetzt halt Wasser drin. War ja Wasserschloss. Na guck mal, der ist ja so damals rumlaufen. Ja. Super. Ganz toll. Aber Schuhe waren nass. Echt super, schöner Ort hier. Ja, keine Gegenstände in den See werfen. Bahn verbunden, bitte See und Umfeld sauber halten. Das war ein Schiss. Ein Böller. Das sieht man nicht mehr viel.
Und das ist Pferd. Ein männliches Pferd. Warum? Da hat es einen Schniedel. Hallo? Haben sie heute extra so gemacht. Aber cool. Ich lasse die Kamera wieder an. Ach, da spielt man sowieso eine Art Kugeln und sowas. So. Ich weiß nicht, was heißt. Und da kann man Schach spielen. Immer die Schachfiguren hatten groß. Oder Damen groß. Und das sind zwei Bänke zum Hinsetzen, aber jetzt werde ich nicht empfehlen, ist nass. Und da haben wir den Brunnen. Das hat man halt früher, war sehr wichtig für eine Burg. Da braucht man ja irgendwo Wasser, muss man das trinken. Brunnen. Ein Gitter, dass keine Kinder oder sonst wer reinfällt. Und ja. Da wackelt ein Ende. Ende wackelig. Ja, und da ist ein Spielplatz. Und da war ein Spielplatz. Das war auch der Burggraben oder Berggraben, wie man es nennt. Und das war eine Ente, die hat geschimpft. Und das ist die Wehrbrücke. Wahrscheinlich früher mal Wasser drin, keine Ahnung. Dass die Brücke noch erhalten ist. Gut. Da ist noch so ein Stromkasten und da ist ein Spielplatz. Jetzt laufen wir auf die Wehrbrücke rüber. Ja, das war früher der Eingang zum Wasserschloss. Und wie es früher ausgeschaut hat, kann man gleich sehen. Da vorne war nämlich ein Modell irgendwo, war da hinten, wie es mal ausgeschaut hat, haben sollte. Hier war so ein Spielplatz, da war es schön parken. In der Richtung? Wir laufen einmal außen rum einfach. Deswegen musst du auch eine Richtung entscheiden. Ja, ja. Die Tafel ist neu. Groß-Langenheimer Wasserschloss. So hat immer ausgeschaut. Das Schloss wird im 14. Jahrhundert erkundig erwähnt. Ist aber älter, eigentlich war es aus dem 12. Jahrhundert. Es war vorübergehend Residenz der Grafen von Kastel. Kastel kennen wir, das ist auch in Burgrün auch. Aber auch Witwengut. Anschließend bewohnte die Truchsess von Wetzhausen das Schloss, bevor es in den Besitz des Hofstifts Würzburg überging. Das Grundriss der Ruine ist etwa 32 x 35 Meter groß. Man kann davon ausgehen, dass das Schloss aus einem Haupthaus und einem Nebengebäude für Mannschaften und Tiere bestand. Außerdem war es wahrscheinlich mit einem eigenen Türmen zur Bewachung ausgerüstet. Es war wohl von einem Wehrgang umgeben, der ca. 1,50 Meter breit und 1,8 Meter hoch war. Im Bauernkrieg wurde das Wasserschloss stark beschädigt, aber wieder aufgebaut. Ab 1694 stand, oder 1694 stand es leer und zerfiel. Als Lost Place. Heute sieht man nur noch den Umriss der Grundmauern und einen Teil des Sees, der früher das ganze Schloss umgab. Also früher war das ganze Schloss um. Das war schon der Grundmauer so nochmal. Ja, so hat es mal früher ausgeschaut. Nochmal hier. Und da ist der Wappen. Und so hat es mal ausgeschaut. Da haben wir das Tal, da ist sogar das Wappen von Großlangenheim. Ja, das war halt Programm, Burg. Gut, so schaut es von hier aus. Auf halt weiter. Da haben wir hier die Feuerwehr.
Ah, ist die Feuerwehr von Langheim. Gut. So, jetzt wollen wir kann man auch mal das. So, ist aber weiter. Oh, da steht noch was drauf. Neugestaltung durch die Krakenmarktgemeinschaft und der Raiffeisenbank am Schwanberg. Cool. Da ist es. Da war alles voller Wasser, heißt das. Waren mal andere Zeiten. Und da muss wahrscheinlich so ein Kindergarten sein. Und da ist ein Modell, wie früher das Schloss ausgeschaut haben sollte. Haben sie extra so ein Modell gemacht. So hat es ausschauen sollen. Hat es ausgeschaut, angeblich. Ja. Gut, ne? Ist schön gemacht, oder? Gestiftet 2002 zum 100-jährigen Bestehen. Ortsverschönerungsverein Groß-Langheim. Sehr gut gemacht. Laufen wir da lang. Kommst du? Und schon wieder dreckig geworden. Und noch mehr dreckig. Der Wischer kommt schon. So. Ich schau mal kurz da runter die Brücke. Und der Brücke, das ist der Spielplatz. Da ist so ein Unterschlupf von Regenschutz. Das ist der Spielplatz und der Brücke. So schaut die Wehrmauer aus. Komm gleich wieder. So schaut die Wehrmauer aus. Gut. So einen Sport machen wir. Gut. Und da ist eine kleine Bank. Gut. Sehr gut. Lass mal einen Duck zum Drucken machen. Gut. Da muss der Kanal sein oder keine Ahnung was. Ein Deckel. Und hier sollte mal alles voller Wasser gewesen sein. Also wo jetzt der Spielplatz ist, was heißt das? Ist das wahrscheinlich ein Großhandkasten? War hier alles unter Wasser. Ja, Wasserschloss. Andere Zeiten. Ganz damals hat mehr Wasser als wir heute. So, weiter geht's. Da haben sie so einen Steg gemacht. Da ist irgend sowas gewesen. Irgendwas. Ein Gefäß. Irgendwas. Da befügt sich irgendwas. Gut.
ist wunderschön hier. Gut. Wir laufen einfach weiter. Schöner See. Guck mal, das schaut aus wie ein Stück von der Mauer von der Burg, oder? Guck mal, schau, Scheune hier, oder was? Cool. Aber welche Scheune? Gut. Gut. Hör von da lang. Da haben wir so einen Stein. Und hier steht was drauf. Da läuft mal so ein Ding wohl. So ein Steg. Das ist cool. Da läuft der Bach. Der Bach. Kein Gift, ja. Auf den See werfen. Okay. Läufst du die Brücke rüber? Cool. So ein Drachen da steht mit dem Nest. Lustig. Cool gemacht. Sehr gut gemacht. Wir sehen von Russland und lauter schöne, schlanker. Wir lappen von Züpplingen Weißbrot, ja, wir sind auf Dart. Knack sagen sie öfters zu uns, da machen wir mehr aus Text raus. Handy an, näherer Stramp, na, legen sie ob, ob streng die B aus. Wir kracken, fliechen, kratz, grott, direkt zum Himmel auf. Na, klopf, mehr Hand, die Himmelstür sang Petrus mal auf. Wir sind von Russland, lauters schöne Schlang, wir lappen, was ist das für Sprach? Keine Ahnung. Sehr gut. Bin hier. Hier hat unter einen Schlupf drunter. Der Unterschlupf. Ja, da war schon mal da. Ja, hat immer noch was geschrieben. Thank you.
wunderschön. Und das wird so. Gut. Ja, da die Entenwackel ist. Da ist sogar ein Unterschlupf. Das ist auch eine schöne Burg. Und da ist sogar noch ein Wasserspielplatz. Da können die Kinder spielen am Wasserspielplatz. Lauf vorwärts, oder? Ha? Hm? Hat einen Handstandsprung gemacht. Ja, cool. Er kriegt seine Hände bloß die Beine hoch. Ja, ist ziemlich nass und kalt. Einen Handstand gemacht. Ziemlich nass und kalt. Hm? Heute ist ziemlich nass und kalt. Ja, es ist ein gefühlte minus 2 Grad, aber plus 0 Grad. Ja. Laut Google. Ja. Großlanger Weinerlebnisweg. Marktgemeinde Großlangheim, die Entstehung des Ortes. Großlangheim wird um die Zeit des 6. und 7. Jahrhunderts angenommen. Eine frühe Besiedlung ist jedoch nicht auszuschließen, da zum Beispiel die Anwesenheit von Kelten durch zahlreiche Fundstücke belegt wird. Ja, auf Schwammberg sind auch die Reste von Kelten drauf. Ja, okay. Warum? Ungeklärt ist auch die Frage, woher sich der Ortsname ableitet. Handelte es sich bei der Gründung um eine große Langsiedlung oder stand das keltische Wort Lanza für Schumpf, nee, für Sumpf, Teich, Pate, Fragezeichen. Für die zweite Deutung spricht vor allem das Sumpfgebiet Granzer. Ein Naturschutzgebiet im Nordosten der Ortschaft. Heute hat die Marktgemeinde 1680 Einwohner und ist Sitz der Verwaltungsgemeinschaft mit den Orten Kleinlangheim und Wiesenbronn. In unmittelbarer Nähe des Marktplatzes Laden, Gaststätten bei gutbürgerlichen Küche zum Verweilen ein. Gut, besser kann ich auch nicht lesen. Da haben wir so gerade. Reicht ja schon. Ja, gut. So, wie gefällt es dir rumzulaufen? Vorsicht, der Charlie ist vor dir. Ich bin vorsichtig. Wie gefällt es dir rumzulaufen? Ja, ist auch so schön. Nur nass und kalt. Kalt und. Oh, das ist ein Sektenhotel. Schnee gemischt. Ja. Nächstes Wochenende, nächsten Sonntag, wenn es dazwischen läuft und das Wetter auch gut ist, geht's nach Wittenberg. Erstmal wieder King Alexander machen. Es ist nass und kalt. Wo ich einfach einsteige. Okay? Yes! Machen wir das Auto erstmal an. Ja, jetzt kann ich hochfahren. Nass? Oh. Mal andere Mütze aufsetzen. Das Auto muss man nicht wegmachen. Das Auto muss man wegfahren. Das Auto muss man wegfahren und starten mit Motoren, Maschinen und alles drum und dran. So. Ja, es ist kalt.
Alte Räder und Kutschen. Faschingszug. Du musst einscannen, dann kannst du genau da runter. Faschingszug. Am Samstag steht da drauf. Schau dich auf welchen Samstag. Und dann auf Wiedersehen. Soll ich den Samstag? Nee, ich glaube erstmal die Faschingssache. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Troll. Kitzingen 7 Kilometer. Ja, dann schiebt man was. Rentsch rüber. Links abbiegen. Das ist Schiene, guck, das ist noch eine Schiene. 70. Der Rest einer Schiene. 60. Einmal Jugendfeld. Hier. Dafür die Markierung. Das ist meine Straße wahrscheinlich, weil wir haben es aber hier müssen. Rassauerbruch oder so, keine Ahnung. Straßenschild. 80. Wir haben 15.34 Uhr, 0,5 Grad plus. Das sind die Schienen weg, grüßt du? Ja, im Moment bitte. Das sind die Schienen wieder weg. Scheiße. Das ist 80 laut. War rechts gewesen. Und hier ist ein Motorboot mit 200 Metern. Oder Fahrschulwitz, das rote Auto darf das schwarze Auto nicht mehr holen. Oder das Schibacker, da haben sie Holz abgeharzt. Links, Bauen zu scheiße oder so. Ach so, ein Bagger mit vorne dran, das Holz wegmachen kann. Wenn sie alles wieder das Bauen wahrscheinlich. Ja, hier. Achtung, Straße, Schienen. Oh, jetzt kommt da nicht. Jetzt haben wir wieder Kitzingen. Aber kurz gerade halten. Nein. Mal nach hinten gucken, ob der Schlüssel noch dran hängt. Alles okay. Ja, hast du gesehen? Ja. Gut. Alles ist okay. Und dann gibt's Danke nach rechts. Schön. Ah, hier fährt keine Schiene mehr. Seit Jahren nichts mehr. Dann geht es nach rechts. Nee, das ist wieder ein BMW, da wahrscheinlich die Geschwindigkeit nicht eingehalten. Ein bisschen schneller fahren. Hey, welche Leute sagen, ein bisschen schneller fahren. Die Stadt. Der Staat braucht Geld. Wir spenden Stadtgeld. Deswegen war es schneller. Da steht 80 drauf oder 70 drauf. Aber 20, 30 kann man schneller. Dann rentiert sich im Staat. Können wir Geld spenden als Strafe. Ja. Wenn wir Geld sparen und Punkte sparen, dann soll man genau das, was man erlaubt ist. Das heißt, normalerweise, wenn da das 50 draufsteht, weiß nicht, dass man mindestens 50 fahren darf. Das heißt, als es über 50 kann man verboten fahren, das ist ein Verbotsschild. Es steht drauf 50, als über 50 kann man verboten. Normalerweise darf man nur unter 50 fahren, 49. Dann macht man das, dann wird man da überholt oder angehubt. Wenn wir fahren, sind wir mit uns. Gut. Man darf in Ortschaften nicht schneller als 50 fahren. Also darf man auf Eiche, gleich 50 kann man fahren. Dann macht man nur Augen zu.
Baby ist, was hast du das drauf, ey? Alter. Ich dachte gleich, Trachter drauf. Der hat es eigentlich gehabt. Das war moderner. Die Fahrt ist zu Ende. Ciao. Zurück nach. Geh nach Hause. Und schon wieder drauf. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, das Einschalten. Das war ein Rundgang um das schöne Wasserschloss, Ruine, Groß-Langenheim. Ja, ist wunderschön. Das ist aus dem 14., 12. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert, als zerfallener Schlossplatz. Naja, schön haben sie ja gestaltet. Hier jeweils, hier sind wir auf dem Burgwerkgraben, wo Wasser befüllt ist. Also ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Nochmals danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wir hören soweit wieder, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Bis zum nächsten Video. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Und immer schön ein Abo da lassen. Und liken nicht vergessen. Dann sage ich danke, wenn ihr liked. Genau. Und alles ist aus Hobby. Das mache ich in der Freizeit, nur aus Spaß. Damit kriege ich kein Geld. Das echte Geld kriege ich wieder arbeiten am Montag. Nächste Woche habe ich Spätschicht. Deswegen gehe ich nur für das Studio am Dienstag und Freitag. Ja, das heißt, vor der Arbeit wird es viel. Jedes Mal Fitnessstudio. Nachtarbeit besser, aber vor. Aber nur das Fitnessstudio Fit One in Würzburg. Mit Wellness am Schluss. Gut, Sport machen immer gut. Macht Spaß. Das war immer noch ein schöner Rundgang. Ne? Das sind die Ende wackelig, die Enden. Es hat dann geschnallt, es ist voll nass, es ist kalt, aber naja. Das war halt heute kein Wildenberg, welchen Wetter bedingt. Deswegen hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen guten Start, neue Woche. Und 30 Sekunden, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Alles easy deasy, uns geht gut, solange wir wild sind. Tourbus, bis der TÜV entscheidet. Goodbye to you. Bye bye. Justus, game over. Ciao, ciao. Zur Zeit vergehen. Keine Sorge, neue Abenteuervideos kommen wieder. Einfach dranbleiben. Abwarten. This is the one out. Game over! Müssen wir Bilder von dir machen? Hi! Hallo! Wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Timmy? Zusammen sind wir die fünf Freunde! Vier Freunde? Wir sind die fünf Freunde. Fünf Freunde. Was kommt als nächstes? Fragen wir uns. Der Legende nach gibt es einen einzigartigen Smaragd mit sagenumwobenen Kräften. Seit Jahrhunderten sucht man ihn, doch er wurde nie gefunden. Bis heute. Fünf Freunde 2. Fünf Freunde, das sind wir. Ab 31. Januar im Kino. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Die berühmtesten Freunde der Welt sind zurück. In ihrem größten Abenteuer. Dick ist entführt worden. Los. Was war denn das? Krass. Wow. Ah! Los, runter! Fünf Freunde 2. Oh,
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Die fünf Freunde sind wieder da. Fünf Freunde, das sind wir. Dick. Fünf Freunde. Und sie sind nicht allein. Oh, hier kommen wir. Jetzt schnappen wir sie. Von so ein bisschen Dunkelheit lasse ich mich doch nicht aufhalten. Fünf Freunde, drei. Fünf Freunde. Ein versunkenes Schiffswrack. Ein sagenumwobener Piratenschatz. Wo habt ihr das her? Ein mitreißendes Abenteuer. Dieser Kompass zeigt zu seinem Schatz. Mit dem Schatz kann ich unser Dorf retten. In 3 Tagen werden die Bagger anrollen und hier alles platt machen. Dann wollen wir mal. Damit dieser Hähn sein Luxusresort errichten kann. Wie mies ist das denn? Wo geht ihr hin? Na, wohin wohl? Dein Dorf retten. Alles klar. Wir sollten los. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Die fünf Freunde sind wieder da. Freunde, das sind wir. Was, wenn es den Schatz gar nicht gibt? Das ist unsere einzige Chance. Mit diesem Gerät sind wir ihnen immer auf den Fersen. Hält uns nicht! Das ist total morsch! Uns vielleicht nicht, aber Timmy. Sie verfolgen uns! Fahr schneller! Tja, Kinder, das war's dann wohl. Fünf Freunde, drei. Fünf Freunde, das sind... Guck mal, Glück, guck mal, Glück. Danke, reicht schon. Demnächst im Kino. Fünf Freunde, vier. War eine verdammt coole Action mit dir, Baby. Die berühmtesten Freunde der Welt in ihrem größten Abenteuer, dem... Ein geheimnisvolles Tal. Eine abgelegene Burg. Ein uralter Fund. Krass, wie kann das sein? Fünf Freunde, das sind wir. Die berühmtesten Freunde der Welt in einem Abenteuer, George! Das vor 65 Millionen Jahren begann. Wir sind fünf Freunde. Das muss es sein. Das Tal gibt es wirklich. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Das ist Julian, Anne und das ist mein Cousin. Dick. Demnächst. Ihr seid verrückt. Fünf Freunde, das sind wir. Wir sind Freunde. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Wie ist die Tonqualität? Thank you.
Fünf Freunde.